Hallo. Hi. Danke erstmal an Kirsa für diesen wunderschönen Text. Sie liegt da vorne. Wir sind viele und mögen essen. Nicht nur um der Mahlzeit willen, sondern wir wollen nicht vergessen, dass Essen viel mehr kann, als es nur zu essen. Es geht um die Landwirtschaft und um die Menschen, die dahinter stehen. Es geht um den Boden und das Säen. Um die Politik, die zurzeit weht und einen ziemlich verrückten Weg geht. Gut, sauber, fair ist unser Motto. Und das denken wir global. Denn wir haben nur diesen einen Planeten. Was macht es dafür einen Sinn, nach unten zu treten? Warum gibt es überhaupt ein Unten und ein Oben? Wenn wir doch das Gleiche wollen, klingt das ein bisschen verlogen. Wir mögen gute Lebensmittel, denn sie sind das Mittel zum Leben. Können uns Kraft geben, damit wir uns erheben, um etwas zu bewegen. Wir mögen saubere Lebensmittel und dabei ist es nicht wichtig, ob krumm oder schief, ob klein oder groß, Hauptsache sie schmecken vom Moos. Denn wir wollen, dass es dem Boden, auf dem sie wachsen, gut geht. Er soll voller Leben sein, denn dann ist er auch mit sich im Reinen. Es soll den Menschen, die sie ziehen, gut gehen und sie sollen etwas verdienen. Sie sollen sich nicht ausloggen lassen, weil Konzerne und Spekulanten sowie die Banken denken, sie könnten uns ewig lenken. Denn wir können auch selber denken. Wir mögen faire Lebensmittel vom Acker zum Teller. Dann wird auch eure Zukunft gleich viel heller. Denn ohne die Lebensmittelkette wären wir nicht mehr da. Da wird doch klar, dass so wie es war und immer noch ist, es nicht weitergeht. Also lieber regional und fair als giftig und leer. Also danke an alle, die ein Teil der Lebensmittelkette sind. Denn jetzt, wo ich euch kenne, möchte ich euch schützen. Denn ich weiß, das wird uns allen nützen. Denn ihr erschafft unser Mittel zum Leben. Lebensmittel. Deswegen treffen wir uns zweimal im Monat, machen manchmal harten Tobak und manchmal sind wir ernst. Denn wir wollen etwas verändern und uns austauschen, nach Lösungen suchen, das System verfluchen, uns vernetzen, uns gegenseitig schätzen, um zu handeln. Handeln, bevor es keinen Planeten mehr gibt. Und irgendein Typ kommt und sagt, Mist, jetzt ist es zu spät. Also fühlt euch frei, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch, denn zusammen können wir etwas bewegen. Das ist in jedem Fall besser, als sich hinzulegen und darauf zu warten, dass es die anderen etwas starten.